Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch endlich mal auch Stimmungen bei den Wildpferden zeigen, weil ich komme so selten dazu, euch die Wildpferde zu zeigen in der letzten Zeit, weil es so viel los ist. Bei uns auf dem Platz war diese Umstellung, auf die neue Wiese, die ganze Zeit waren da super tolle Eindrücke und eben viel zu erzählen über unsere Herde. Wollte euch zeigen einfach, die domestizierten Pferde auf dieser großen Fläche und die, wie sie das erkunden, wenn sie das zur Verfügung bekommen und diese Wanderungen dann über Berg und über diesen großen Platz. Dann hatten wir da Besuch und aus Deutschland und alles Mögliche. Wildpferde habe ich ein kleines bisschen gezeigt in dem vorletzten Video oder vorletzten Video, wo es eben darum ging, dieses Interview zu machen und wo wir die Wildpferde besucht haben. Aber so ein bisschen Stimmung habe ich euch nicht gezeigt. Das werde ich in diesem Video nachholen und ich werde euch auch zeigen, wie ich ein Pferd gefunden habe, das praktisch schon also tot war und schon auch ziemlich angenagt und mir die Hufe gesichert habe. Und diese Hufe habe ich dann auch untersucht und ausgeschnitten und in Online-Hufkurs präsentiert. Da untersuchen wir solche Fälle gelegentlich und diskutieren das. Es ist sehr, sehr interessant, diese Forschung zu machen, weil ich mache ja die Forschung an den Hufen bei diesen Wildpferden. Es gestaltet sich nicht so leicht, wie man das denkt oder wie ich es gedacht habe, besser gesagt. Es ist sehr schwierig, gleiche Pferde immer wieder anzutreffen und das braucht man natürlich. Aber ich versuche aus den gegebenen Umständen und Material das zu machen, damit ich euch das auch in Form eines Buches und so weiter präsentieren kann, diese ganzen Ergebnisse. Jedenfalls gestaltet sich das natürlich auch sehr interessant, wenn man solche tote Hufe findet, ausschneiden kann und richtig untersuchen kann, was mit den Hufen los ist, ja, wie toll gesund diese Hufe sind und wie sie sich abnutzen, ja, in welchem Alter das Pferd war, wie die Hufe sich abnutzen, worauf kommt es an und so weiter. Das hilft uns alles in unserer Hufbearbeitung. Diesbezüglich habe ich ja Online-Hufkurs, wo die Pferdehalter selber ihren Pferden helfen können. Das sind sehr viele Fälle, die von verschiedenen ausgebildeten Hufpfleger, Hufschmieden und so weiter bearbeitet wurden. Und die Pferde sind erkrankt an Hufrehe meist, ja, aber auch an Lahmheiten. Sie waren sogar in den Kliniken, Hufkliniken und als sie zu Hause waren, waren sie wieder lahm. Und die Pferdehalter haben angefangen, dann selbst ihren Pferden zu helfen oder haben diesen Entschluss gefasst. Und tatsächlich ist das die beste Lösung. Das zeigt sich immer wieder, dass der Pferdehalter selbst seinem Pferd am besten helfen kann. Und ich hoffe, dass diese weitere Forschung euch auch dann hilft. Ich präsentiere ab und zu mal was auch öffentlich, aber im Hufkurs diskutieren wir dann mehr und Endergebnisse werden natürlich dann publiziert. Jedenfalls wollte ich euch ein bisschen Hintergrundbilder zeigen, also wie ich so ein totes Pferd finde und wie ich mir das sichere und ja, ein bisschen auch Stimmung generell bei den Wirtspferden, wo es schön ist, wo am Wasserloch und so weiter. Das wird in diesem Video sein. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch nach wie vor das Beste mit euren Pferdchen und viel Spaß beim Video. Tschüss! Und da bin ich unterwegs, um diesen Kadaver zu suchen. Da habe ich ja Tipp von einem Kollegen bekommen. Habe da auch jetzt ein paar Pferdchen getroffen und gehe jetzt gezielt das suchen. Und wollte hier auch ein paar Kräuter und Blümchen zeigen, die es zu dieser Zeit gab. Das war Ende Mai. Das riecht so toll dort bei diesen Wiesen. Und da habe ich es gefunden. Und ja, da sieht man, das ist den Wölfen zum Opfer gefallen, das Pferdchen. Und ich schaue mir natürlich auch direkt die Hufe vor Ort. Man sieht ja auch, wie ein schönes Gewölbe das Pferdchen hat oder hatte.
Aber das haben alle Wildpferde so. Es ist wirklich sehr gut zu beobachten. Auch die Winkel, die die Hufe einnehmen, wenn sie auf Boden auffußen. Es ist sehr, sehr spannend, immer Hufe in verschiedenen Jahreszeiten zu untersuchen. Und wie gesagt, sie haben alle sehr schönes Gewölbe, funktionierende Hufe, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und hier zeige ich euch, wie ich das praktisch mir gesichert habe, die Hufe, die ich dann später ausgeschnitten und präsentiert habe. Funktionierende Hufe, das ist so ein Stichwort, weil wir haben immer wieder Fälle, wo man die Pferde sieht, die Einlagerungen haben, die als dick bezeichnet werden und ja, schlecht laufen können und so weiter. Und die Menschen denken, das kommt von Hufrehe oder dass das, also diese Einlagen zu Hufrehe führen. Aber das ist aber falsch, weil es sind eigentlich eher die Hufe, die zuerst erkranken. Und wenn die Hufe als Stoffwechselorgan nicht funktionieren, dann kommt das Pferd in eine negative Spirale rein sozusagen. Und dann werden alle Organe geschwächt, das Herz als erstes. Und somit passieren da weitere Sachen. Natürlich falsche Fütterung, falsche Haltung, das ist klar. Und dann haben wir die Probleme, ja, und die sind zu lösen, nicht indem das Pferd im Futter begrenzt wird, sondern indem erstmal Fütterung, Haltung geändert werden und die Hufe gemacht werden. Dann drehen wir diese Spirale um und dann geht es Richtung Besserung. Dauert natürlich je nachdem, wie krank das Pferd ist, aber es führt immer zum Erfolg. Ja, manchmal dauert es länger, da muss man durchhalten. Wir haben ein paar Leute, die dann abspringen. Ja, sie sehen, es tut sich nicht oder es verschlechtert sich am Anfang, was auch sein kann natürlich, weil der Körper repariert sich. Und dann springen sie ab und denken, das funktioniert nicht. Aber das funktioniert immer. Immer, absolut immer. Wir haben da jetzt ja 10. Erfahrung sozusagen damit. Und es funktioniert absolut immer. Es ist nur eine Frage der Zeit und Umsetzung. Und hier nutze ich ja diese Gelegenheit, da habe ich jetzt euch für euch ein bisschen beschleunigt, damit ihr seht, das ist wirklich auch Arbeit, dass man da hat, um diese Hufe zu trennen und sie einzupacken. Es war auch sehr windig und kalt an dem Tag. Der Winter ist dieses Jahr auch viel länger gewesen. Meine Hunde laufen da frei herum immer. Die ganze Strecke, die freuen sich, spielen oder jagen sogar nebenbei. Also die beiden sind wirklich sehr aktiv. Und die nutzen die Gelegenheit, dass sie hier so ungestört und frei laufen können, obwohl sie laufen überall frei. Aber hier natürlich die Weite, die ist sehr einladend. Und da haben wir wieder ein paar Pferdchen. Die waren an dem Tag anzutreffen, unterwegs sozusagen. Das war ganz toll, dass ich da an dem Tag auch Pferde beobachten konnte. Und die haben sich dann gruppiert, da sind immer weitere dazu gekommen. Und ich konnte ein kleines bisschen wieder beobachten. Das ist immer so toll mit den Wildpferden. Es ist nie langweilig mit denen. Es ist überhaupt immer spannend. Manche Menschen, die jetzt nicht so vielleicht tiefe Beziehung zu den Pferden haben oder viel Beziehung, würden denken, was soll man da beobachten, solange die Pferde, die machen immer das Gleiche. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Die sind immer anders. Es ist immer etwas anders zu beobachten. Es ist komplett anders verhalten immer wieder, auch nach Jahreszeiten unterschiedlich, auch in der Stimmung unterschiedlich, bei Wetter unterschiedlich. Es ist unterschiedliches Nahrungsangebot. Es sind unterschiedliche Gebiete, wo die Pferde sich aufhalten. Es ist immer anders und es ist immer spannend und es ist immer schön, bei ihnen zu sein. Diese Familie war recht zutraulich,
sind doch recht nahe gekommen. Also zum Anfassen jetzt nicht, das haben sie ja nicht erlaubt, aber doch relativ nah. Ich schaue mir auch dann immer Zustand von den Stuten und ja, wie weit sie schon in der Trächtigkeit sind, wie schaut Euter aus, die Hufe sowieso. Da habe ich ja Gelegenheit, immer wieder das zu beobachten. Und hier solche Sachen, da kann man einfach nicht vorbeigehen. Dann muss man das merken, diese Blümchen. Und die sind ja überall da verteilt, in verschiedensten Farben. Und die duften richtig toll. Ja, und manche Pferde sind neugieriger als die anderen. Wie gesagt, das war Ende Mai. Das war Ende Mai, als das gefilmt wurde. Und dieses Jahr war der Winter, wie gesagt, schon kalt und lang kalt. Und deshalb ist Graswachstum dann verzögert worden. Und es ist eigentlich das erste Jahr überhaupt, seitdem ich die Pferde beobachte, dass ich ein paar dünne Pferde gesehen habe, wo man richtig Rippen gesehen hat. Ja. Also es ist auffällig gewesen dieses Jahr. Und die Pferde haben es nicht leichter jetzt über Sommer gehabt, weil wir haben sehr große Dürre und die Wasserlöcher sind am Vertrocknen sozusagen. Also da gibt es jetzt dieses Jahr gibt's wirklich Probleme von Anfang an sozusagen. Aber das ist schön hier zu beobachten, Pferde, Alltagsleben sozusagen in der Herde. Und diese kleinen Momente, da gab es noch kein Problem mit dem Wasser, da war es noch okay. Also dieses Gras jetzt starkes ist gekommen da zu dem Zeitpunkt und alles war okay. Also Pferdeparadies sozusagen. Obwohl, man muss dazu sagen, wir Menschen machen uns auch sehr schnell Sorgen, weil die Pferde sind wirklich so ausgelegt, dass sie auf jedem Fleck der Erde sozusagen leben, auch in den Wüsten. Und die kommen sehr gut zurecht mit verschiedenen Witterungen und Klimazonen und Nahrungsangebot. Für die ist es nicht so schlimm, wenn sich jetzt Graswachstum verzögert, wie jetzt als das, was wir empfinden. Oder wenn sie jetzt mal wirklich kein Futter hätten, ja, was hier eben nicht der Fall gewesen ist, noch nie, auch im Winter nie, dass sie dann abnehmen. Und das ist eigentlich für die auch gar kein Problem, das alles zu managen. Das ist eigentlich recht gesund, wenn man das bedenkt, weil die Natur das so eingerichtet hat, dass es auch solche Zeiten gibt, das macht sie einfach nur widerstandsfähiger und stärker. Und die Hufe beobachte ich, wie gesagt, nach wie vor immer, wenn ich dort bin und dokumentiere und mache meine Forschung. Da nutze ich natürlich jede Gelegenheit dazu, vor allem, wenn die Pferde mal so einen Weg überqueren, weil man da Hufe sehr gut sehen kann. Und da kann man auch sehr gute Aufnahmen machen. Da sieht man ja auch Interaktion in der Herde zwischen den Fohlen und anderen Mitgliedern der Herde. Hier war wahrscheinlich der Bruder, der sich da jetzt mit dem Fohlen beschäftigt hat. Aber es ist so, dass sich die ganze Herde um das Fohlen kümmert. So wie auch jetzt bei uns zum Beispiel auf dem Platz, was ich gezeigt habe, dass das Fohlen immer in der Mitte geht, dass alle Mitglieder der Herde sich mit dem Fohlen beschäftigen bzw. auf das Fohlen aufpassen. Manche Mitglieder beschäftigen sich natürlich mehr, ja, als die anderen, aber alle passen auf. Die Erziehung ist nicht Mutter-Vater-Sache, also Hengst und Stute, sondern alle Mitglieder der Herde erziehen das Fohlen. Hier ist ein, eineinhalbjähriges Pferdchen, das diese Unterwürfigkeitsgeste dem Hengst gegenüber zeigt. Und das ist eine ganz junge Stute. Und der Hengst prüft, ob sie paarungsbereit ist. Sie ist aber doch recht klein und sie ist nicht bereit. Sie ist wirklich sehr klein und dünn.
Sie könnte vielleicht 2,5 Jahre alt sein. Also sie ist nicht so alt. Und der Hengst prüft ja hier, ob sie paarungsbereit ist, aber sie ist es nicht. Und das zeigt sie auch. Und der Hengst respektiert das auch natürlich. Das ist ja das, was wir in der Natur beobachten können. Das ist ein guter Hengst, das ist ein starker Hengst und er hat ja hier auch zu sehen eine größere Familie. Und die verdient man sich, weil ein Hengst, der grob ist, der ungerecht ist oder ja, einfach dieses Leben mit diesen Regeln nicht so führt, was die Pferde wollen, der kann keine große Familie aufbauen, weil niemand will mit ihm zusammen sein. Ja, seine Leitstute wird ihn verlassen, die anderen Mitglieder werden ihn schnell verlassen, sobald sich die Möglichkeit dazu bietet. Es ist einfach so, dass je stärker der Hengst ist, der Leithengst ist, desto größer seine Familie. Weil alle wollen bei diesem Hengst in seiner Familie sein. Wenn er stark ist, wenn er gerecht ist und diese alle Qualitäten auf den Tag legt. Hier sind ja auch so üppigere Wiesen, die da zu dem Zeitpunkt sogar gewachsen sind und wo die Pferde grasen, zeige ich immer wieder, erwähne ich immer wieder, dass die Pferde keine Steppentiere sind. Wie gesagt, sie leben überall auf der Erde. Und hier ist ja eben so, ja, diese tolle Glitzern vom Wasser und diese Momente, das sind so richtig schöne Momente, wenn man auch mit der Herde komplett verbindet, wo auch diese ja, Stimmung aufkommt. Aber die Welt ist einfach in Ordnung. Ja, das ist wunderschön zum Schluss von diesem Besuch bei den Wildpferden gewesen, dass man das so genießen konnte mit der Herde. Ich habe mich da hingesetzt und habe ewig beobachtet, wie die eine Familie nach der anderen zum Wasser kam, geflanscht hat, getrunken hat und dann wieder weggegangen ist. Dann kamen die anderen und ja, das war immer so abwechselnd am Wasserloch von verschiedenen Familien. Das war herrlich und wunderschön. Diese Stimmung ja, zu erleben, es ist immer wieder unbeschreiblich schön. Da kam ja die nächste Familie und das ist auch super schön zu sehen, wie sie sich nähern dem Wasser, wie sie ins Wasser gehen. Das ist das auch, was ich im letzten Video gezeigt habe, dass zum Beispiel Pobjeda so aufgewachsen ist. Pobjeda ist ins Wasser so gegangen, hat geflanscht, hat gebadet. Das ist für sie normal. Ja, das ist das, was die Pferde einfach lernen, ja, und für sie ist das Normalste der Welt, ins Wasser zu gehen. Das ist das Normalste der Welt und natürlich für die Hufe auch ganz toll. Alles hat einen Sinn. Ja, die erschrecken sich auch ab und zu mal und laufen auch weg. Ein Pferd erschrickt sich irgendwie und dann läuft die ganze Herde raus aus dem Wasser. Passiert zwischendurch. Die Hunde laufen dann sofort der Herde nach. Aber das sind wenige Momente. Eigentlich ist es meist so dann, es geht zum Mittagstunden und die Pferde ruhen, die grasen. Es ist alles entspannt. Es ist wunderschön, wundervoll, einfach da zu sitzen und einfach zu sein. Nichts zu müssen, einfach zu sein, von den Pferden zu lernen. Ja, Entspannung. Und das wünsche ich euch heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.